So, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Tales of Eternia. Mitten in einer Art komischen runden Gefängniszelle, weil wir gefangen genommen wurden, da uns unterstellt wurde, dass wir einfach nur Lügen über den Weltuntergang in der ganzen Stadt verbreiten. Aber so haben wir jetzt wenigstens die Chance, vielleicht an den König ranzukommen. Was wird jetzt mit uns passieren? Es wird schon alles gut gehen, oder? Verdammt. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir hier einfach so reingeworfen wurden. Psst. Ich kann Stimmen über uns hören. Ich werde jetzt mein Urteil sprechen. Ihr habt versucht, das ganze Land in Chaos zu versenken. Okay. Das Verbreiten solcher Behauptungen ist eine Straftat allerhöchster Ordnung. Ihr seid hiermit zum Tode verurteilt. Was bedeutet zum Tode verurteilt? Haben wir jetzt ein Problem? Meridi, oh Mann. Bitte hört erstmal an, was wir zu sagen haben. Wenn ihr es untersuchen lassen würdet, würdet ihr feststellen, was den Grand Fall wirklich verursacht. Sie scheinen irgendwas zu rufen. Nichts weiter als das Gebrabbel von dummen Kriminellen. Ihr solltet es euch nicht anhören, Prinzessin Arede. Was sagen Sie? Vater, was sagen die da? Arende, du solltest dich überhaupt nicht. Nee, du solltest dem Gerede von solchen Leuten keine Aufmerksamkeit schenken. Dein wunderbares Herz könnte verdorben werden. Sie sind alle nur raue und brutale Schläger, welche in einer anderen Welt leben wie wir. Rowan, hör jetzt endlich auf und lass diese Gefangenen sofort verstummen oder diese Straftäter. Macht euch bereit, den Tank zu fluten. Ich fühle mich ein wenig schwach. Rowan! Beginnt das Fluten. Okay, und das heißt jetzt. Oh! Wir werden also gepflegt ertränkt. Lass mich los! Meredith wollte sich da wohl am Kiel festhalten, so wie es aussieht. Verdammt, lass uns raus hier! Undine! Undine, hilf uns! Sonst werden wir hier noch ertrinken! Ich glaube, wir können mit den größeren Kramers nicht so umgehen, als wären sie unsere Diener. Ich hab's gefunden. Was denn? Lasst uns einfach aufgeben. Wir können unserem Schicksal nicht entkommen. Wir können uns genauso dem Tod hingeben. Kiel? Gib doch jetzt nicht einfach auf. Ich werde doch nicht in einem dunklen und feuchten Loch wie diesem hier sterben. Schaut mal da unten. Es ist ein Abfluss. Ein Abfluss? Um das Wasser rauszulassen? Klingt logisch. Ich finde es ja auch lustig, wie sie alle ganz normal da schwimmen, mehr oder weniger, und Meredy sich da auf partout raus einen abeiert, um überhaupt irgendwie noch Luft zu holen, als würde sie gerade hyperventilieren. Vielleicht. Lass uns mal abtauchen und nachschauen. Hey, warte, das ist gefährlich. Ja, aber irgendjemand muss es machen. Ah, da. Okay, ich mach's. Danke, Reed. Naja, klar. Was Farrah mit den dicken Klamotten und so weiter, dass sie sich nicht voll Wasser saugen und sie eigentlich als Erster hier absäuft, ist. Was ist denn jetzt kaputt? Das ist ja sowieso schon verwunderlich. Es öffnet sich einfach nicht. Wo sind Kiel und Meredy? Oh, sie sind schon mal vorgegangen. Weg? Du meinst sie. Ein Seil ist von oben runtergefallen, siehst du? Ja, eine Strickleiter.
Du meinst, mein ganzer Einsatz hier war witzlos? Ja, aber danke, dass du es probiert hast. Und wupp. Hey, Reed! Ja, typische Manier in dem Moment so. Wir gehen auch alle unter. Seid dankbar. Euer Urteil wurde dank Kanzler Zoismos Einschreiten aufgehoben. Ihr seid Kanzler Zosimos? Zosimos, wie kommt man auf so einen Namen? Bist du der dieses Machtwerk geschrieben hat? Ja, Mister. Oder ja, Sir. Also habt ihr meine Sachen gelesen? Wir haben die Distanz zwischen den Welten nochmals gemessen und festgestellt, dass die Welten mindestens 2000 Längen näher sind als früher. Gut, wenn wir jetzt noch wüssten, inwiefern die Längen messen und wie sich die Veränderung vornimmt. Also wenn sie 2000 näher sind, dann ist es eine Veränderung von 1000 pro Jahr. Wenn wir jetzt die Basisreichweite hätten, wie weit die beiden voneinander entfernt sind, dann könnte man zumindest sagen, okay, so und so lange dauert es noch. Dann könnte man sich selbst ausrechnen. Aber nö, das verschweigen sie dem Spieler natürlich. Genau wie ich mir dachte. Solange wir einfach nicht begreifen, was dieses Phänomen hervorruft, können wir kein endgültiges Urteil sprechen. Also wäre es einfach nur, würden wir es einfach nur bereuen, wenn wir das Todesurteil so stehen lassen würden. Danke. Das ist wunderbar. Ja, Meredy, quatsch hier noch nach, genau. Arende, unterbrich sie nicht. Strenge Mütter, strenge Mütter. Eure Majestät, ich werde jetzt die volle Verantwortung für diese Individuen übernehmen. Nun gut. Aber pass auf, dass ihr nicht zu viel Aufsehen erregt. Ja, Sire. Es gibt noch vieles, was wir untersuchen müssen. Wirst du mit mir zusammenarbeiten? Ja, natürlich. Sehr gern. Ihr dürft so lange noch im Schloss bleiben. Wirklich berauschend war das ja nicht. Aber wenigstens sind wir noch am Leben. Das Gästezimmer ist im zweiten Stock des Westflügels. Geht hin, wenn ihr wollt. Ich komme später nach. Ja, für uns ist es der erste Stock. So, ab geht's darüber. Wir können uns hier gleich eigentlich mal umschauen, weil. Großartig, was. Oh, hehe, hallo, ich gehe schon. Prinzessin Arende. Das sind ziemlich seltsame Umhänge, die ihr tragt. Ich sah solche Kleidung schon mal, als Zirkusleute hier im Schloss waren. Na, schönen Dank auch. Gewöhnliche. Was wollt ihr mit Prinzessin Arende? Gar nichts? Hab ich nur in der Tür geirrt? Autsch! Also das hätte man auch freundlicher sagen können. Gott, gab das eine Kelle. Haben wir einen schönen Garten eigentlich. So ein Brunnen gefällt mir. Also soll ich mal ein Haus haben, will ich auch so einen Brunnen haben. Sieht echt schick aus. Ja, doch, kann man lassen. Lass mich hier durch. Gehen wir mal hier runter. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, viel gibt es hier jetzt im Moment nicht zu entdecken. Es ist so fluffig und weich. Und das ist toll. Sind hier einfach nur zwei Betten? Natürlich nicht. Das hier ist doch kein Dorfhaus. Oder ein Arbeiterhaus. Boah, ja, das ist schon ein bisschen heftig. Das hier ist auch schön und weich. Hört zu.
Ab jetzt wird eine ein Nicht-Übereinstimmen mit dem Inferia-Königreich, ne, mit der inferianischen Königsdoktrin, so nenne ich es jetzt einfach, ob es jetzt richtig ist oder nicht, steinigt mich dafür, wird nicht toleriert. Wenn ihr mir nicht gehorcht, werdet ihr sofort dem Tode verurteilt. Ist das klar? Ja. Ich möchte, dass ihr hier so schnell wie möglich verschwindet. Ich fange schon selber an, wie ein Bauer zu riechen. Gott. Puh, wir haben es endlich geschafft. Geschafft? Es gibt nichts, über das wir uns noch Sorgen machen müssen. Kiel und Sosimos werden herausfinden, was hinter dem Grand Fall steckt. Und wenn sie das tun, wird der König irgendwas dagegen unternehmen. Das klingt nicht sehr berauschend. Und da geht's Observatorium wieder los. Ich liebe diese Musik hier. Ich habe die Vorbereitung abgeschlossen. Gute Arbeit. Wie war dein Name? Kiel Zebel. Wenn die Distanz zwischen den beiden Welten sich wirklich verändert, müssen wir eine ganze Menge Neumessungen vornehmen. Kiel, wirst du uns dabei helfen? Ich? Natürlich. So, und damit haben wir unsere Rolle hier erfüllt. Unsere lange Reise ist vorbei. Also können wir uns jetzt zurücklehnen und uns entspannen. Es ist noch nicht vorbei. Merody muss mit den größeren Cramels zurück nach Celestia. Zurück nach Celestia. Reed, es ist noch nicht vorbei. Ich krieg keine Luft. Das ist wahr. Wir haben eigentlich noch eine ganze Menge zu tun. Wir sollten uns nicht einfach nur auf den König verlassen. Wir müssen zumindest noch rauskriegen, wie wir Merody zurück nach Celestia schicken. Das ist einfacher gesagt als getan. Null Problemo. Wir können das schon schaffen, wenn wir nur zusammenarbeiten. Oder, Merody? Null Problemo. Dank dir, Farrah. Merody, lass uns im anderen Zimmer schlafen legen. Nein, Merody möchte mit Reed zusammenbleiben. Wir alle schlafen zusammen. Nein! Warum nicht? Nein ist nein! Warum nicht? Ja, das könnte jetzt noch ewig hin und her gehen. Gute Nacht. Glück. Siehste, Reed sagt auch schon, dass er sich schlafen legt. Okay. Ja, Merody scheint sich da nicht wirklich von anzuziehen. Oder ihr scheint es wirklich egal zu sein, ob es jetzt jemand mitkriegt oder nicht. Jetzt bin ich erst recht wach. Ich bin ein wenig erschöpft. Kiel, übernimmst du mal bitte für mich? Ja, natürlich, Sir. Weißt du, wie du es zu bedienen hast? Ja, ich habe es an der Universität gelernt. Okay. Ach, schau mal, das ist also Celestia. Sieht ja ein bisschen trostlos aus. Unglaublich. Also das ist Celestia. Kiel. Kiel. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich mitreißen lassen. Kann ich euch helfen? Ja, ich habe mich gefragt, wie kommst du überhaupt darauf, dass der Grand Fall bevorsteht? Naja, es war eigentlich Merody. Nein, ich meinte, es ist mir einfach so in den Sinn gekommen. Mhm, klar, da glaubt ja auch jeder Kiel. Ich verstehe. Naja, du musst mir das alles mal in Ruhe erzählen. Aber als allererstes haben wir noch ein wenig Arbeit zu erledigen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gerade wenig, was hier jetzt gerade passiert.
Ich glaube, Kiel ist die ganze Nacht wach gewesen. Er wurde wohl in seinen Forschungen gefangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kiel schlaftrunken hier reinwankt. Guten Morgen. Hast du herausgefunden, was den Grand Fall verursacht? Noch nicht, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ich war mir sicher, dass du alle deine Bemühungen da reinsteckst. Du musst ziemlich müde sein. Du solltest ein wenig schlafen. Psst, da kommt jemand. Bitte, wenn die Königin euch hier sieht. Ich bitte euch, ich möchte mit diesen Menschen nur einmal reden. Oh, ihr seid ja alle schon wach. Was für eine Ehre, dass die Prinzessin mitkommt, um uns aufzuwecken. Oh. Der Grund ist, ich habe ihn gefragt, ob ich mitkommen kann. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Danke für euer Mitgefühl. Dank euch haben wir uns ziemlich gut ausruhen können, bis auf Kiel. Du bist wunderschön. Noch viel schöner als das Buntglas in der Kirche. Du impertinenter kleiner Hund. Ja, ist gut, ganz ruhig. Dank dir. Ich bin Arende, Prinzessin von Inferia. Arende? Ich bin Meridi. Oh Mann. Da haben sich zwei gesucht und gefunden. Der König ist kurz davor, eine wichtige Ankündigung im Audienzzimmer zu machen. Normalerweise werden nur noble und wichtige Leute dazu eingeladen, aber Kanzler Zosimos hat darauf bestanden, dass ihr mit teilnehmt. Wenn ihr nichts dagegen habt, kommt schon. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Gut, aber ein klein wenig können wir uns hier mit Sicherheit noch umsehen, bevor wir jetzt wirklich zum Audienzzimmer rennen, denn ha, Lenz Nummer 13. An die kamen wir nämlich vorher nicht dran, wegen den ganzen Videos. Aber was hat der König wirklich für eine wichtige Ankündigung zu machen? Ich würde sagen, die hören wir uns im nächsten Video an. Bis dahin, alles Gute und tschö tschö.